Hallo, hier ist Tobias aka Stokromi mit dem inzwischen siebten Mindtest-Vlog. Bei den ungeraden Zahlen geht es immer darum, wie kann ich das Mindtest überhaupt nutzen, wie funktioniert das? In drei habe ich euch gezeigt, wie man sich einloggen kann auf dem Server. Ihr habt das jetzt mal gemacht, man landet dann hier im Spawn. Und ich bin jetzt schon im Kreativmodus. Das ist für den Anfang einfacher. Wenn ihr bei Bauprojekt mitmacht, wenn ihr als Lehrer oder Begleiter dabei sein wollt, dann lasst euch von irgendwelchen Nutzern den Kreativmodus geben. Der Kreativmodus heißt, dass ich, wenn ich auf I wie Inventar klicke, hier diverse Bausteine, eigentlich alles schon vorhanden habe, was ich so brauche. Das heißt, ich kann mir hier, den Eimer brauche ich jetzt nicht mehr, noch einen schönen anderen Baustein aussuchen, den ich da auch noch mit verwenden will. Keine Ahnung, nehmen wir mal einfach den. Ich klicke drauf und der erscheint. Und der kommt dann in das leere Feld da oben. Wenn ich hier was rauslöschen will aus dem Inventar, dann würde ich hier einfach, die Hacke brauche ich gerade nicht, die Hacke in den Müll werfen. Das kann ich mir nur im Kreativmodus leisten, weil da kann ich es wieder bekommen. Für alle anderen, wenn ich im Survival spiele, brauche ich natürlich hier unten ganz dringend diesen Bereich, wo ich meine Rohstoffe sammeln kann. Der Bereich hier oben ist der Crafting-Bereich. Den brauche ich wiederum nur, wenn ich im Survival bin, weil dann muss ich mir aus verschiedenen Rohstoffen meine Sachen craften. Jetzt wissen auch alle, woher das Craft in Minecraft kommt. Also neben der Mine, wo ich mir die Rohstoffe herhole, gibt es dieses Crafting. Für alle, die das noch nicht verstanden hatten. Jetzt wollte ich, habe ich gesagt, wir gehen mal raus und suchen uns mal einen Bereich und gucken mal an. Also wie gesagt, das ist der Spawn Point. Wir sind jetzt hier in der Nacht. So, das finde ich gerade, naja, kann man sich mal umgucken hier auf dem, was man so bauen will. Okay, es ist jetzt in der Nacht, es ist ja ganz schön dunkel. Was würde ich machen? Ich gehe jetzt einfach mal ins Inventar und suche mir ein Licht. Das Inventar hier muss man auf Englisch durchsuchen, weil es sind, wie man hier oben sieht, 63 Seiten, ganz schön viel. Ich sage mal, gib mal Light ein. Und tatsächlich finde ich hier ein Iron Light und ein Wooden Light. Ich nehme jetzt mal das Wooden Light, also die. Und setze das jetzt einfach hier hin. Die Auswahl treffe ich immer hier unten mit dem Mausrad zwischen diesen Dingen. Dann sehe ich auch mal, was ich in der Hand habe. Oder ich kann auch die Tasten 1 bis 8 dafür wählen. Jetzt habe ich ein bisschen Licht gemacht. Und etwas setzen tue ich immer mit der linken Maustaste. Also ich wähle jetzt das Licht. Ich gehe mal ein Stück weiter. Und wähle dann hier das Licht aus und dann sieht man, ich kann das mit links hinsetzen und wenn ich es wieder kaputt machen will, mit rechts hinsetzen und wenn ich es wieder kaputt machen will, nehme ich die linke Maustaste, hau ein bisschen hier drauf und dann geht das Licht auch wieder kaputt. Und schon haben wir die Grundzüge gelernt in Mindtest, ist in Minecraft ähnlich. Ich kann mit der linken Maustaste Dinge kaputt machen und mit der rechten Maustaste kann ich dann in diese Felder, die hier immer so markiert sind, da wo ich diesen schwarzen Schatten habe, Dinge einsetzen. Jetzt ist wieder Tag geworden. Ich habe hier diverse Leuchten gesetzt, ist jetzt nicht dramatisch, kann man so machen. Und ich würde mal zeigen, wie ich ein Haus baue. Relativ simpel, geht also auch das. Ich fange an und nehme zum Beispiel mal diese Mauer. Oh, Entschuldigung, das war der falsche Baustein. Den kriege ich jetzt gar nicht kaputt mit. Dann gehen wir ein kleines Stück weiter und ich wähle mal den aus und baue hier so eine. Manche Bausteine kriegt man nur kaputt, indem man sich eine Axt holt. Also das zum Beispiel kriege ich auch so nicht kaputt. Also ist es doch dafür gut, sich eine Axt zu holen. Auch das muss ich wieder auf Englisch eingeben. Und dann nehme ich mir eine, die Diamant-Axt ist die stärkste Axt. Und ich sag mal, welchen Baustein brauche ich erstmal nicht. Diesen vielleicht brauche ich erstmal nicht und nehme mir die Diamant-Axt. Das geht wie gesagt alles nur im Kreativmodus und jetzt kann ich mir die Diamantaxt auswählen und dann oh, sieht man, der Diamantaxt ist das alles kann. Ich muss immer nah genug rangehen und dann kann ich das hier abbauen. So, und jetzt baue ich hier also eine Mauer und dann nehme ich mir das Glas und baue hier also ein Fenster ein und würde wieder nochmal diesen Stein oben drauf setzen und so kann man sehen, so würde hier dann irgendwann ein Haus entstehen. Und ich könnte jetzt noch gucken, sagen wir mal, wir bauen hier noch zwei Steine hin und jetzt könnte ich noch mal im Inventar suchen nach einer, nein, ich habe nach einer Tür, dann könnte ich also eingeben Door
Und dann bekomme ich die verschiedenen Türen. Ich hatte mir vorhin schon eine Glastür ausgesucht, wähle mir jetzt hier die Glastür aus dem Inventar und finde eine Glasdoppeltür ganz nett. Und mit links habe ich die gesetzt und mit rechts könnte ich sie kaputt machen oder wenn ich sie jetzt kann, jetzt auch mit links, wenn sie einmal gesetzt ist, mit links hier durch die Tür durchgehen und sie auf und zu machen. Also kann man ein Stück weggehen, dann sieht man es besser. Ne? So, die Tür habe ich jetzt verkehrt rumgesetzt. Die probiere ich nochmal, ob ich die so setzen kann, dass sie nach da aufgeht. Ja, das habe ich jetzt einfach gemacht, indem ich, wenn ich den Punkt hier auswähle, geht die Tür. Ne, also ich weiß nicht genau, warum die Tür nach innen aufgeht. Wir können es gleich nochmal testen. Jedenfalls sieht es so schöner aus. Und ich könnte einfach hier weiterbauen. Und ich habe das jetzt ganz bewusst gezeigt, als ich, als Tobias oder Stokomi auf dem Server, weil ich bin selber nur ein Pädagoge, der das Tool nutzt. Ich bin ein schlechter Bauer. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich sage immer, das können die Jugendlichen. Und ich sage auch gleich, ein Jugendlicher hätte in der Zeit jetzt hier nicht dreimal mit der Tür probiert, sondern ein Jugendlicher hätte mir das Haus schon fertig gebaut. Also wenn ich in Jugendprojekten das mache, dann bin ich, wenn ich soweit bin, haben mir die Jugendlichen schon das Dach und den Fußboden gestaltet und ein Bett reingestellt und ich darf dann noch die Außenmauern beenden. Das ist auch ein ganz wichtiges Argument für mich, meinen Test oder Minecraft zu nutzen, ist, die Kinder und Jugendlichen können das und die lernen das ganz schnell. Das ist für uns als Pädagogen oft schwierig, da reinzukommen. Das scheint für uns sehr hochschwellig zu sein, für Kinder und Jugendliche ist es nicht. So viel als erste Einführung, wie man einfach baut. Wie gesagt, wichtig ist, I ist das Inventar. Ich habe hier unten eine Suche, wenn ich nicht klarkomme. Bei uns auf dem Corona-Server ist das auf Englisch eingestellt. Hat den Nebeneffekt, dass die Kinder und die Jugendlichen auch noch Englisch lernen. Ich manchmal schon fragen muss im Discord-Channel, was heißt denn das oder jenes auf Englisch? Und die Kids können das alle. Finde ich auch super. Und dann kann ich das mit dem bauen, was hier in dieser obersten Leiste ist. Also wenn ich wieder aus dem I rausgehe, mit Escape aus dem Menü rausgehe, dann habe ich hier unten die Bausteine und kann zwischen denen wechseln und kann die bauen. Kaputt machen, mache ich mit links und etwas, zum Beispiel jetzt hier diese Lampe da reinsetzen für die nächste Nacht, mache ich wieder mit der rechten Maustaste. Und schon kann ich bauen. So kompliziert ist es also gar nicht. Das war Tobias oder auf dem Server als Dogromi unterwegs mit dem 7. Mindtest-Vlog zum Thema, wie baue ich eigentlich in Mindtest? Eher für Pädagogen gedacht, weil Jugendliche können das alles schon. Tschüss.